Guten Tag, meine Süße. Okay, ich höre auf zu singen. Ich bin heute Joey's Jungle. Nee, was laber ich für einen Kack. Hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video auf Joey's Jungle Plans. So wie jeden Donnerstag, denn jeden Donnerstag kommt ein neues Video auf Joey's Jungle Plans. An dieser Stelle mal Leute, tausend Dank für diese krasse Rückmeldung zu diesem Kanal, für das heftige Feedback, dafür, dass so unglaublich viele von euch bereits auf Abonnieren geklickt haben. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass dieser Kanal so gut bei euch ankommt, dass ihr so viel Bock darauf habt, weil natürlich ist Pflanzen schon ein sehr spezielles Thema und es freut mich umso mehr, dass so viele Leute von euch einfach daran interessiert sind. Von daher vielen, vielen Dank. Wir reden heute über was ganz, ganz Besonderes. Wir reden heute über das perfekte Substrat. Substrat? Was ist Substrat? Fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Substrat ist das Material, in dem unsere Pflanze lebt. In den meisten Fällen oder in wahrscheinlich 99% der Fällen ist das Erde. Aber diese Erde hat ja auch eine bestimmte Zusammensetzung. Es heißt aber nicht, dass es Erde sein muss. Es gibt auch noch andere Substrate, in denen Pflanzen super gut leben können. Denn eigentlich müssen sie nur in einem, wie gesagt, bestimmten Material stehen und bestimmte Nährstoffe in diesem Material haben, um zu leben. Und das kann zum Beispiel genauso gut Wasser sein, wenn genügend Nährstoffe in diesem Wasser zur Verfügung stehen. Das nennt man dann zum Beispiel Hydrokultur. Das heißt, diese Pflanze lebt so, wie sie ihre Wurzeln jetzt in dieser Erde hier zum Beispiel hat. In einer Hydrokultur mit ihren Wurzeln einfach nur im Wasser. Das heißt, man sieht halt quasi das ganze Pflanzenleben lang das Wasser. Die Wurzeln im Wasser, weil Wasser ist ja durchsichtig im Gegensatz zur Erde. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es gibt aber auch noch andere Materialien, andere Substrate, in denen Pflanzen leben und wachsen und gedeihen können. Aber wir reden heute über Erde, denn Erde ist so das Herkömmlichste und tatsächlich leben auch alle meine Pflanzen in Erde. Ich fahre sehr gut mit Erde, deswegen möchte ich das eigentlich auch gar nicht ändern. Und ich habe eine sehr, sehr gute Erdzusammensetzung für mich entdeckt, beziehungsweise über die Zeit gemerkt, dass diese Zusammensetzung super gut geeignet ist für meine grünen Pflanzen. Und ich möchte das heute mit euch teilen, denn natürlich hat jede einzelne Pflanze andere Ansprüche an das Substrat. Das hat damit was zu tun, dass zum Beispiel die eine Pflanze es ein bisschen feuchter mag, die andere mag es nicht ganz so feucht. Und deswegen gibt es quasi nicht das universelle Top-Premium-Substrat für alle Pflanzen. Denn jede Pflanze hat eben ein bisschen andere Bedingungen und Ansprüche. Aber ich habe hiermit eins gefunden, beziehungsweise ich habe hiermit für eins gesorgt, worin ich so ziemlich alle meine Pflanzen einpflanze. Und es hat super viele Vorteile, den Pflanzen geht's gut drin. Und deswegen möchte ich gerne dieses Substrat heute mit euch zusammen anmixen und euch zeigen, wie ihr viel, viel weniger Ärger mit Erde habt. Denn ganz oft kauft man sich Erde aus dem Gartencenter und benutzt die und dann denkt man sich irgendwann so, ist das überhaupt die richtige Erde für diese Pflanze? Und irgendwann verklumpt die Erde dann und verkrustet und es dauert auf einmal 10 Jahre, bis man seine Pflanzen ordentlich gießen konnte, weil diese Erde quasi abweisend von Wasser geworden ist. Und ich zeige euch heute einfach geile Erde, Leute. Diese Erde hier, die verwende ich für zum Beispiel eine Calathea, die es ein bisschen feuchter mag. Genauso gut wie für eine Efeutute, die es ein bisschen trockener mag. Genauso gut wie für einen Philodendron zum Beispiel, der es auch ein bisschen trockener mag. Und was haben wir hier noch? Ich pflanze meinen Ficus, also meine Feige, auch hier rein. Das hier ist ein Ficus Audrey. Der ist ganz, ganz neu und ich bin ganz, ganz stolz auf ihn. Ich hoffe, er wird irgendwann mein großes Bäumchen. Dauert noch ein paar Jahre, aber it's gonna be good. It's gonna be awesome. I'm gonna love this plant. Ich benutze wirklich diese Erde für so ziemlich alle grünen Pflanzen. Für welche Pflanzen ich sie aber nicht benutze, sind alles Mögliche, was in diesen Sukkulentenbereich geht. Wir haben hier eine Sukkulente. Frag mich bitte nicht, wie sie heißt. Sie ist einfach meine Sukkulente und sie wird auch für immer meine Sukkulente bleiben. Und hier, dieses Teil hier kennt ihr ja auch schon. Auf Deutsch Bogenhanf, auf Latein Sensiveria oder Sensiveriari? Sensiveria? Sensiveria. Ich glaube Sensiveria. Und die brauchen eben ein bisschen mehr Durchlässigkeit als die meisten anderen grünen Pflanzen. Das heißt, alles, was in so einer wüstenartigen Umgebung in der Natur wächst, alles, was man Sukkulente nennt, dafür ist dieses Substrat nicht geeignet. Es ist eine ziemlich universelle Erde. Sie ist nicht zu 100% perfekt für jede Pflanze, aber sie ist echt gut
und sie ist für viele, viele Pflanzen gut geeignet. Außer für die hier. Also vergesst es, wenn ihr die hier haben wollt, ja? Es ist so einfach, es anzurühren und es ist so viel besser als dieses herkömmliche, billige Pflanzensubstrat, was man aus dem Baumarkt bekommt. Ich demonstriere euch nämlich mal kurz, warum es so viel schöner ist, mit diesem Substrat hier zu arbeiten. Wenn ihr kein hochwertiges Substrat aus dem Gartencenter kauft, also ein relativ günstiges, weil ihr wollt ja auch erstmal gucken, komme ich überhaupt mit Pflanzen zurecht, bla bla bla. Was ganz oft bei solchen, ich sag's jetzt mal, minderwertigen Substraten passiert ist, die verklumpen mit der Zeit und werden dann regelrecht wasserabweisend und es macht einfach überhaupt gar keinen Spaß, diese Pflanzen zu gießen, weil es einfach stundenlang braucht, bis dieses Wasser überhaupt reingezogen ist. Und wenn ihr irgendwann über 100 Pflanzen habt, dann werdet ihr merken, dass es nicht so geil ist. Wir haben hier eine Sukkulente. Das ist ein Dickblatt. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich habe es damals, unwissend wie ich war, einfach nur in Blumenerde gepflanzt. Eigentlich muss das halt in so eine Kakteenerde. Das ist meistens so ein Erdmix, wie ich euch jetzt gleich eh zeige. Nochmal gemixt mit viel Sand, damit es noch viel, viel durchlässiger ist. Auf jeden Fall, diese Pflanze steht nicht im richtigen Substrat. Sie lebt aber trotzdem und ich habe keinen Bock, sie umzutopfen. Deswegen ist sie ganz gut jetzt zum Demonstrieren. Ich werde sie jetzt mal gießen und zeige euch, wie lange es dauert, bis das Wasser unten angekommen ist. So, wir gießen die Pflanze und ihr seht schon, hier fließt erstmal gar nichts ab. Es bleibt einfach oben drauf. Und jetzt müssen wir die ganze Zeit warten, ne? Bis das so langsam reinsickert. Und es ist halt einfach so ein bisschen lästig. Als zweite Pflanze haben wir hier unseren Philodendron Burlemarx. Und den habe ich schon in dieses neue Substrat, was ich euch jetzt auch zeigen werde, reingepflanzt. Und jetzt passt mal auf, was jetzt passiert, denn es macht viel mehr Spaß, diese Pflanze zu gießen. Wir gießen ihn. Und dieses Wasser braucht gar nicht lang und versickert direkt in der Erde. Und hiermit haben wir einfach viel mehr Spaß. So, und bevor ich jetzt noch länger darüber rede und davon schwärme, wie toll dieses Substrat ist, würde ich sagen, wir machen das jetzt. Aber nicht jetzt für mich, denn ich mache morgen früh weiter. Für euch geht's jetzt aber los. Wir brauchen 3 Zutaten. Sagt man Zutaten? Keine Ahnung. Als erstes brauchen wir Perlit. Das ist eine weiße Substanz. Ihr habt die auch wahrscheinlich schon mal in euren Pflanzen gesehen, wenn ihr welche im Baumarkt oder im Gartencenter oder sowas gekauft habt. Das ist einfach, das sind diese weißen kleinen Körner. Es ist ein Vulkangestein und das kann Feuchtigkeit sehr, sehr gut aufnehmen und es flufft auch die Erde auf. Das macht die Erde halt nicht so fest und durch dieses Perlit bleibt alles locker und das Wasser bildet keine Pfützen auf der Erde. Als nächstes brauchen wir Kokoserde. Kokosfasererde, um genau zu sein. Diese Kokosfasererde muss ich auch erstmal auspacken und ich habe keine Ahnung, wo ich meine Schere hingetan habe. Das ist so ein gepresster Block, der insgesamt 75 Liter ergibt. Also das wäre dann quasi auch so ein riesiger Sack hier. Also wenn ihr euch so einen Block hier holt, das sind glaube ich 5 Kilogramm. Der wird sehr, sehr lange halten. Und die letzte Zutat, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich sitze drauf, ist unsere gute Pinienrinde. Das Gute ist, diese Kokosfasererde hier, die hält Feuchtigkeit sehr, sehr gut. Das heißt, ihr habt lange was davon, wenn ihr eure Pflanze gießt. Ihr müsst die jetzt nicht jeden dritten Tag wieder erneut gießen. Diese Pinienrinde hier, die lockert die Erde gut auf und genauso macht das auch das Perlit. Das ganze Substrat bleibt locker und hält trotzdem sehr viel Feuchtigkeit, sodass eure Pflanze nicht austrocknet. Das macht diesen Erdmix so gut. So, und wie mische ich das jetzt zusammen? Das machen wir jetzt gemeinsam. Cool, oder? Wir mixen alles in einem Verhältnis 1 Drittel zu 1 Drittel zu 1 Drittel. Sagt man das so? Wir machen von allem gleich viel rein, meine Güte. So, und wo machen wir das rein? Das zeige ich euch auch. Ich weiß halt nicht, wohin hiermit, ey. So, wartet kurz, Leute. Ich bin gleich wieder für euch da, meine Süßen. Am besten, ihr holt euch so einen Behälter. Den gibt es in verschiedenen Möbelhäusern für wenig Geld. Und dieser Behälter ist eigentlich perfekt geeignet, um euer Substrat aufzubewahren. Das wird nicht schlecht darin, vor allem, wenn ihr noch einen Deckel drauf macht. Den gab es jetzt leider am Wochenende, als ich den kaufen wollte, nicht. Aber es wird schon klappen. So, wir machen jetzt die Hälfte von unserer Kokoserde hier rein. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich das überhaupt geteilt? Kann ich das zerbrechen? Nee, ne? Nee, nee, nee. Ich glaube, ich muss mal so ein Brotmesser holen. Kleinen Moment. So, meine Süßen, ich bin back mit einem Brotmesser und damit wird das jetzt hundertprozentig klappen. Ich bin fest überzeugt. Oh, jetzt so eine Werkbank wäre super. So, Leute, das ist meine Empfehlung. Nehmt auf jeden Fall die Kokosfasererde. Das ist total einfach, damit zu arbeiten. Ich bin so ein Loser, ey. Wie teilt man den denn? Gibt es hier irgendwie einen bestimmten Lösungsansatz? Oh mein Gott, Leute, es ist ungefähr 5 Jahre später. Schneidet das Ding bitte nicht so hier auf, sondern so, ist voll einfach auf einmal. Oh mein Gott,
Es hat so unglaublich lang gedauert und jetzt hat es eine Minute gedauert und ich hab's ab. Oh, war das jetzt ätzend. So, meine Sweeten, ich hab's jetzt geschafft. Hier ist unser Kokosteil und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie krass das Ding Wasser absorbiert, weil niemand von euch kann sich sicherlich vorstellen, dass daraus 37,5 Liter werden. Aber guck mal, kein Plan, ob man das sieht, aber dieses Ding wird immer fetter. Voll unnötig, dass ich das jetzt hier mit dieser kleinen Pupsgießkanne mache. Ich glaube, ich hole mal einen Eimer. Wir haben jetzt hier meinen schönen ollen Putzeimer und ich habe keine Ahnung, wie viel Wasser jetzt genau hier zu muss, aber wir werden jetzt einfach mal den Eimer drauf kippen und dann schauen wir, was passiert. Meine Güte. Let's go! So, ich werde jetzt mal hier so ein bisschen drin rummanschen. Oh mein Gott, wirklich dümmste Entscheidung, das hier im Studio gedreht zu haben. Oh, es riecht auch richtig wie im Terrarium, Leute. Voll geil. Als ob ich so manchmal im Terrarium chill. Wir brauchen mehr Wasser. Es ist so komisch, dass es einfach so ein Klumpen getrocknete Erde ist und dann mixt man den mit Wasser und schon wird es viel, viel mehr Erde. I just don't get it. Es riecht auch so ein bisschen nach ungewaschener Hund, muss ich ganz ehrlich zugeben. Darf natürlich auch nicht zu matschig sein, ne? Deswegen passt schön auf mit den Wassergaben. Oh yeah, saug dich voll, mein Schatz. Komm schon, meine gute Terrarium-Ente, Erde. Terrarium-Ente, was geht denn bei mir ab? Okay, das sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Das hier ist unsere tolle Kokoserde. Wie ihr jetzt wahrscheinlich selber schon ganz gut versteht, die hier speichert sehr, sehr viel Wasser. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein Drittel Pinienrinde rein. Dafür brauche ich eine saubere Hand. So, jetzt kommt davon ein Drittel rein. Hoffentlich mache ich nicht zu viel rein. Oh, die ist aber fein. Ach du Scheiße. Das sollte reichen, das ist ein ganz gutes Drittel. Ja, jetzt müsst ihr das Ding halt gut vermischen. Das ist so ein bisschen scheiße, aber das ist schon nicht ganz so schlimm. Aber schon schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht kauft ihr doch einfach normale Blumenerde. Ist ein bisschen einfach. Aber es wird so gut für eure Pflanzen sein, Leute. Glaubt's mir. Oh ja, das ist die gute Cookie. Boah, ich bin so dumm, dass ich diesen Dreck hier im Studio überm Teppich anrühre. Ich bin doch echt lebensmüde. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das Ding ist jetzt aber relativ schwer noch. Deswegen kommt jetzt das Perlit rein, weil das hat, das bringt noch die ganze Leichtigkeit in die Sache. Und dann wird alles schön fluffig. Perlit, here we go! Ups, das darf jetzt nicht zu viel werden. Oh. Keine Ahnung, ob das jetzt schon zu viel war. So, und jetzt mischen wir das Ganze unter. Oh mein Gott, wie crazy das aussieht, Leute. Wir haben jetzt einfach unser eigenes Substrat. Ich finde das richtig aufregend gerade. Hey, das ist einfach die perfekte Erde für fast alle eure Pflanzen. Ich freue mich gerade richtig für mich. Ach so, by the way, Leute. Ich habe das gar nicht am Anfang gesagt. Das war alles nicht teuer. Dieser Sack Perlit hat, glaube ich, und der wird euer ganzes Leben reichen, 19,99 € gekostet. Dann diese Kokoserde hat, glaube ich, 10 Euro gekostet und dann die Pinienrinde, glaube ich, 7,90 €. Also noch unter 40 Euro und es wird quasi euer Leben lang reichen. Das ist so viel Erde, die wir hier haben. Ich würde euch empfehlen, die ganzen Sachen bei Amazon zu bestellen. Das ist am einfachsten, außer vielleicht die Pinienrinde. Die gibt es wirklich in jedem Gartencenter. Das Perlit gibt es extra für Pflanzen bei Amazon für wenig Geld. Und genauso diese Kokosfasererde, die findet ihr wirklich nicht in jedem Gartencenter, deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Aber here we go. Wir haben unsere eigene Erde und ich brauche einen Drink. So sieht das Ganze jetzt aus, Leute. So sollte euer Substrat ungefähr ungefähr aussehen. Hiermit habt ihr wirklich Erde, die gut ist. Und ich würde sagen, wir werden jetzt direkt mal damit eine Pflanze umtopfen. Wir sind hier jetzt versammelt mit unserem Philodendron Verrucosum. Können wir bitte ganz kurz festhalten, wie wunderschön diese Pflanze ist. Ich meine, gebt euch mal, wie toll diese Blätter aussehen. Ich bin richtig verliebt in ihn. Und auch so die Unterseite vom Blatt. Es ist halt einfach eine ultra geile Pflanze. Die ist tatsächlich nicht so oft zu finden im Gartencenter. Also wenn ihr in Deutschland versucht, diese Pflanze zu finden, versucht es erst gar nicht. Es wird nicht klappen. Aber da ich hier in Köln relativ nah an Holland wohne und die halt auch so ein paar seltenere Pflanzen haben, habe ich ihn hier ergattert. Und zwar gestern. Da ist so eine Kackerde drin, wo ich mir denke, wie kann das überhaupt passieren, wenn ihr so eine teure Pflanze überhaupt verkauft, dass die in so einem Rümpelscheiß steht. Deswegen habe ich mir gedacht, die muss sehr, sehr dringend umgetopft werden. Hier ist halt auch noch nur die Hälfte der Erde drin. Was ist das? Dummerweise ist sie noch sehr feucht. Ich mache das generell so, dass ich alle Pflanzen, wenn ich die neu bekomme, erstmal draußen mit dem Gartenschlauch abdusche
und die ganzen Schädlinge, die eventuell dran sein könnten, entferne. Und deswegen ist jetzt die Erde relativ nass. Das heißt, es wird jetzt hier ein bisschen dreckig. Ich mache das eigentlich auch immer in so einem kleinen Behälter, wo halt die ganze Erde drin landet. Ich mache es jetzt extra für euch auf den Tisch, damit ihr das auch ordentlich sehen könnt. Wir nehmen jetzt unser gutes Stück erstmal raus. Sind schön vorsichtig, machen das hier so ein bisschen locker. Fuck, ich brauche aber einen Behälter für die alte Erde. Wartet mal, meine Süßen. Ich habe jetzt einfach dieses Behältnis genommen und werde jetzt so ein bisschen Erde zumindest, weil das ist so eine richtige Trash-Erde, hier abmachen. Oh mein Gott, Leute. Hier ist ein Regenwurm drin. Oder was zur Hölle ist das? Also, ich weiß ja nicht, was ihr hier erkennt, aber ich sehe hier einen Regenwurm oder eine Nacktschnecke. Ja, es ist eine Nacktschnecke. Es ist eine Nacktschnecke. Wie kommt die da an die Erde? Wie kann das sein? Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Die Erde ist nicht die beste. Ich möchte keine Nacktschnecken. Boah, das ist eklig. Wir werden jetzt sehr, sehr vorsichtig hier sein. Wir werden hier die Erde so ein bisschen abbröseln. Das muss nicht 100% sein, Leute. Es ist vielleicht auch dumm, gerade bei dieser teuren Pflanze. Die Pflanze braucht so ein bisschen, um damit klarzukommen, sich an ein neues Substrat zu gewöhnen und so weiter. Deswegen ist es eigentlich nicht perfekt, das Substrat zu ändern. Aber ich dachte mir halt bei dem so, Trash, Alter. Wir füllen jetzt erstmal unseren Topf ein wenig mit unserer neuen Erde. Ich habe das mal hier gemacht. Ein Drittel ist jetzt hier drin. Ich habe dieses Teil, diesen Bottich jetzt einfach hier links neben mir. Ich muss ihn euch jetzt bestimmt nicht nochmal zeigen, oder? Die machen wir jetzt hier auch schön locker, denn die ganzen Wurzeln müssen ja auch noch hier reinpassen. Okay, wir müssen ein bisschen Erde raustun. Was ist das denn hier? Ich tue die jetzt einfach daneben. Oh Gott. So, und wieder rein. So ist das doch toll. Und jetzt kommt die Erde hier an der Seite rein. Schön festdrücken. Macht's nicht zu hastig. Es bringt nichts. Es dauert ein wenig, okay? Und das ist okay. Drückt die Erde auch nicht zu fest an, weil ihr wollt jetzt nicht, dass die Pflanze hier erstickt. Die muss ja auch ein bisschen Luft und alles bekommen. So. Oh mein Gott, du siehst jetzt wieder schön aus. Oh mein Gott, Leute. Sieht der nicht wunderschön hier aus? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Oh mein Gott, ich bin richtig zufrieden. Und ich würde vorschlagen, er kommt jetzt an einen ganz besonderen Ort. Er passt hier gar nicht rein. Voll scheiße. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn es euch weitergebracht hat, dann würde ich mich über einen fetten Daumen nach oben freuen, Leute. Ich hoffe, euch machen diese Videos Spaß, denn mir machen sie ultra Spaß, auch wenn das hier mich ganz schön zum Schwitzen gebracht hat. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Ich hoffe es wirklich. Und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mache alles, was ihr wollt, Leute. Sagt mir nur Bescheid. Und ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, tschüss!